Das ist irgendwie so eine Mafia. Die Mappenmafia. Die Mappenmafia. Dafür müsste ich das angefasst haben. Und da meine Fingerabdrücke nirgendwo drauf sind, außer auf dieser Mappe. Ach, Stefan, ich hab dir was mitgebracht. Oh nein. Doch. Hallo? Hallo. Hier wird fleißig geackert. Geackert, gedübelt. Gedübelt, geschraubt. Man könnte auch meinen, du bist Handwerker. Arno Dübel am Werk. Ist noch Arno Dübel? Ist leider gestorben. Nee, ich kenne ihn nicht. Doch, du kennst den. Weiß ich nicht. Ruben weiß, wen ich meine und er wird ihn da garantiert auch einblenden. Man kriegt sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Arno Dübel. Einer der bekanntesten Arbeitslosen Deutschlands. Hallo? Heute viel los? Geht so, ist ruhig. Ja? Ja? Ist aber okay. Wann hast du deine nächste OP? Donnerstag. Donnerstag erst? OP-Tag. Interessant. Vermisst du Olivia? Ja. Der war jetzt eine Woche weg, ne? Ja. Was hast du ohne Olivia nur gemacht? Geweint. Geweint? Ja. Ja. Den ganzen Tag saßt du da in der Ecke, wie so ein Embryo, hast dich zusammengerollt. Tatsächlich. Hast gesagt, da kommt die Olivia einfach wieder. Aber die kommt in der Spätschicht. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt 10, halbe Stunde, Stunde noch. Okay, ja. Dann kommt sie ja eher. Ja, nice. Guckst du auf die Uhr, die du nicht hast? Ja. Kurz vor Knochen. Hier nicht, wird nicht gelästert. Doch. Nee. Manchmal. Sauer. Sauer auf mich. Ja. Ich bin da vorhin lang gelaufen. Und ich fand das total lustig. Und zusammen sind wir Roman und Olivia. Ja. Ja, das war sehr schön. Wir haben die Zeit sehr genossen. Genau, gemeinsam. Ne? Gemeinsam. Chaka. Ja, ja. Ganz tolle Geschichte. Ja. Wow. Du hast einiges verpasst. Weißt du, wir arbeiten jetzt hier schon ein bisschen länger und du kriegst den Weg immer noch nicht geschissen. Ach, hier rein, ne? Fast. Hier, wo Stefan nicht sehen will. Da hinten. Da hinten ist sie. Oh mein Gott. Er ist aus dem Mittelfinger gekommen. Als ob jemand so macht. Ja, stimmt. Ah, der war der kleine Mittelfinger im Mund. Handy? Helly. H-E-L-I. Mein Spitzname war mal Hellboy. Da haben wir jetzt gerade ein geiles Bild gemacht und es ist so geil geworden, beim ersten Take, dass ich dachte so, wow, wir sind schon schön. Das liegt sowohl an den Menschen auf dem Bild. Ja, mit Profis arbeiten und unterwegs denken können. Es liegt an den Menschen auf dem Bild und an der Person das hinter der Kamera. Das liegt am Herzen, ja, nur weil du strahlst das in die Welt aus, was du in dir drin trägst. Alles so klar. Na, Evi? Ja. Evi, ja, siehst du auch, ne? Tschüss, Selina. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Erstes kleines Update. Es gibt endlich Licht hier oben. So, jetzt kann man das auch an- und ausmachen. Verrückt. So, an- und aus. Ist verrückt, oder? Ja, man kann Licht an- und ausmachen, Leute. Morgen werden die Raffstores gehen. So, jetzt gehen wir einmal nach oben. Endlich funktioniert unser Licht und das sieht hier auf dem Gang super geil aus. Wow. Das sieht aus, oder? Ja. So, dann, was haben wir noch? Wobei, ich finde die sehr grob. Ja. Sehr mächtig, ne? Ja. Ach, ist das ein herrlicher Ausblick. Wunderschön. Oder Leonie? Ja, toll. Es ist so schön. Oder was ist denn das? Was ist ja, denn? Was ist denn da los? Andi! Nicht die Schublade, wo Ex ist. Ach so. Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Zu mir bei RTL oder was? Besser. Ich will von schwarzen Streifen. Ich will, dass meine Stimme verändert wird, wenn ich dann sage. Ich will nicht, dass mein Gesicht im Internet zureden ist. Wow.
Fertig. Fertig? Aber mir kann man ja nicht vertrauen, wenn ich arbeite. Aber ich wurde geschlagen. Wo geht's hin? Hoch. Hallo. 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 Wollen wir eigentlich aussperren? Okay. Tschüss. Boah, die riecht voll nach Chlor. Ja, wir haben eine Endo gemacht. Boah, das riecht man sofort. Riecht immer nach Schwimmbad. Du kannst auch mal diesen Schrank in der Schleuse aufmachen, wo die ganzen Spülungen drin sind, dass du Schwimmbad kriegst du so ins Gesicht geschlagen mit dem Schrank aufmachen. Ey, das hat mich jetzt wirklich direkt an so Hallenbad erinnert einfach. Ja. Christian! Guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's euch? Du hast eine richtige Harry Potter-Brille. Ja, das ist meine Ersatzbrille, weil ich habe meine Brille verlegt, kann sie leider nicht wiederfinden, aber ein neues Brett bestellt, ich bin ja fast unterwegs. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo sie wäre, dann würde ich sie holen, weiß ich auch nicht. Hey. Yay. Was steht bei dir eigentlich an? Ich habe gerade eine Wurzelbehandlung gemacht, jetzt kommen gleich noch ganz viele Neupatienten, viele Kinder und eine Unterfütterung von einer Prothese, die schaukelt leider. Helena, was steht bei dir heute an? Arbeiten. Und knuddeln. Ich wollte nur Hallo sagen. Hallo. Du wolltest nur Hallo sagen? Ja. Ich war noch nicht oben. Wir wollten gerade hoch, wir dürfen aber nicht hier in der zweiten Etage da auf der Seite rein, wo die Leadership Area ist, weil da ist schon gesaugt und da wird gleich Boden verlegt. Wir könnten maximal, wir könnten an der anderen Seite hoch. Hast du den Teppich oben schon gesehen? Nein. Ist geil, ich hab den ist geil. Wollen wir kurz hochgehen? Die Folie ist jetzt drauf. Ich bin da gestern schon drauf gelegen. Was? Da lang, wir müssen da lang, Michelle. Ich muss meine Sachen holen. Was müssen wir denn holen? Ihren Gehstock. Jetzt kommst du mit dem Rollator raus. Ich bin gespannt. Oh, er durchtrennt das Lippenmännchen. Mhm. Warum wird das eigentlich gemacht? Meinst du, es ist eingerissen? Weil das Lippenmännchen, wenn das hier so reinzieht, zwischen die Zähne, drückt es durch das Bindegewebe die Zähne auseinander und dann entsteht dieses sogenannte Diastema medialis. Also die Lücke zwischen den Schneidezähnen. So sieht das aus. Das, was ich vorne habe. Und genau! Echt? Ja, es kann auch aus anderen Gründen da sein, ne? Es kann auch sein, dass die Zähne einfach zu schmal sind oder so. Aber wenn das eigentlich sehen, jetzt ist schmal aus. Jetzt ist alle Wurst. Nee, hält mal die Lippe hoch. Ja, du hast ein relativ breites Lippen, aber eigentlich zieht das nicht so weit hoch. Okay. Und manchmal zieht das bis oben hin und drückt wirklich die Zähne auseinander. Und damit die überhaupt zusammenwachsen können, trennst du das Lippen nicht. Okay. Wollt ihr was sehr Cooles sehen? Was denn? Eine Neuheit, ja, da kommen wir mit. Oh. Ja, warte, Stefan geht jetzt gerade. So, unser Arm hier, jetzt ganz neu nach Kaspedell. Das war so ein relativ schönes, modernes, wo man nicht mal diese Schläuche so an der Seite hat, sondern die kann man jetzt überall hin machen, wie man das will. Und dann guck mal hier, das ist eine kleine Nase, die passt jetzt bei mir nicht drauf. Ja. Das ist schon cool. Ja, könnt ihr also demnächst. Ist das ein Einmal Aufsatz? Die kann man mehrfach benutzen. Ja. Ich habe mich gegen einmal entschieden, Stäbe oder Tauchdesinfektion. Beides ist möglich. Das heißt, hier wird einfach Sauerstoff und Lachgas angeschlossen und dann kriegst du so eine schöne Maske auf die Nase, Nase auf die Maske, wie auch immer. Und dann bist du schön relaxed und entspannt. Wir machen eine schöne entspannte Musik an, schmeißen euch einen schönen Duft an und dann seid ihr super gut relaxed unterwegs. Das Gerät haben wir uns zur Verfügung gestellt von der Firma TLS. Die waren so nett und haben uns erstmal ein Probegerät da gelassen, dass wir das schon ein bisschen ausprobieren können. Diesen Ring, und dann können wir das folieren. Das hältst du nach, aber ich meinte, ach, wir könnten ja mal ein Tini oder so aufmachen. Das ist nicht so. Boah, das wäre der Hammer. Dann fahren wir schreibt den voll mal. Boah, ja, das wäre der Hammer. Mit Tini drauf, voll hier, geil. Hier hinten, Klettverschluss dran. Und dann hier einfach so ein Schlaf. Aber dann wäre Timmy wäre geil mit so einer Schlafblase, so ZZZ. Diese ZZZ, ja. Oder vielleicht kann man dem sogar so eine Maske drauf machen. Kann man. Aber Timmy mit so einer Maske. Dann ist es ja wie bei Batman Bane. Ja. Du kannst doch auch das Ding komplett. Wenn wir irgendwann unser eigenes haben, dann kannst du das doch komplett folieren, auch mit so Holzoptik. Also das ist ein kompletter Metall. Oder so Wald, Holz. Ja. Ja. Ist das aber gleichzeitig ein akustisch wirksames Möbel? Ja. Also es passt auf jeden Fall genau hier rein. Ich hab's jetzt einfach mal gegeben. Ach so, das passt da auch noch rein. Ja, wir haben die Ecke extra deswegen gemacht. Ich hab das ja so geplant. Wir gehen jetzt immer hoch. Wir gehen hoch. Aber wir müssen da hinten hoch, ne? Ja. Hi! Morgen! Moin! Hi! Hier, zack! Wir gehen jetzt nach oben und gucken uns den Stand im Labor an. Ich muss hier raus! Ich muss raus! Geil! Da habe ich was dazu draufgelegt. Da hast du draufgelegt? Ja. Auf der Folie? Nein, auf dem Teppich. Der war gestern noch nicht abgeklebt. Da war die Folie noch nicht da. Da war die Folie
Das sieht sehr schön, also das sieht Stefan, aus, die Farbe. Guck mal, in meinem Büro liegt auch Teppich. Das stimmt. Ja? Hier machen wir bitte nicht Zittern dran. Hier mein Büro. Und hier aufpassen, hier, ne? Von der, von der Seite dann bitte die Tiere nicht. Da fällst du durch. Warum habe ich überhaupt meine Schuhe ausgezogen? Ich habe Michelle gerade schon gesagt, sie muss hier aufpassen. Da sind Löcher im Boden. Ja, sie fällt hier durch. Wo sind Löcher? Ach, das ist der Boden. Oh, jo. Die Anschlüsse. Ja. Genau. Hä? Oh, oh. Oh, geil. Oh, ah. Wenn die hier die Tür reinmachen, dann kriegen wir doch auch hier nichts mehr von dem Schutt. Bau, Schutt. Hier ist ja kein Schutt mehr. Hier liegt alles in Schutt und Asche. Nee. Hallo. Da sind die Türen. Aber wir müssen hier auch folieren dann, ne, Stefan? Vielleicht können wir Vollmar schon mal Bescheid sagen. Ja. Die freuen hast du sich. Hast du unsere Story gestern gesehen, Stefan, was wir hier eigentlich gemacht haben? Was denn? Sprachenlernen, Bubble. Wir wollten schon runtergehen, ne? Unser. Das ist so geil. Du kannst jeden einzelnen Sonnenschutz so fahren, wie du ihn haben willst. Also, weiß ich, den noch ein bisschen weiter nach vorne, den ein bisschen weiter nach hinten. So kannst du dir deine eigene Sonnenlounge hier unten bauen. Geil. Also, wenn man das jetzt so sieht, dann kriegt man sofort im Kopf diese Möglichkeiten. Dann denkst du dir sofort, oh geil, ich sitze dann hier und dann nervt dich die Sonne im Gesicht so ein bisschen, dann fährst du ein bisschen zurück. So, und dann machst du nur eine Sonnenbahn auf. Bescheuert, oder? Aber geil. Oh, die Farbe ist auch gut, ja. Okay, es tut mir leid. Hast du eigentlich keine Patienten? Hast du keine Patienten? Das ist die viel wichtigere Frage. Doch, ich habe, glaube ich, jetzt eine OP. Ja, dann Implantate. Kommt. Okay, dann könnte ich halt eigentlich schon sagen, was ich hier, was wir machen. So einmal anhand des Bildes, oder? Nee, warte, ich habe da... Anhand von dem Bild. Aber ich laufe hier nicht mit, das ist statisch, ne? Das steht statisch, hier ja. Und... Du musst einmal das nehmen. Hui. Das macht voll Spaß. So. Warte, wir müssen hier dann. Also, ja genau, ich muss zum, das haben, das ist Helena schnell mit demnächst die Haare, das wird bestimmt auch ein Zertifizierungsmaterial. Mit Sicherheit. Das ist eine haarige Angelegenheit, sag ich mal. So, wir fangen an. Und heute setzen wir das Implantat plus machen noch hier oben einen Sinuslift, weil das reicht noch nicht ganz aus an Höhe. Also quasi, erst haben wir die Seite aufgebaut und jetzt bauen wir auf die Seite auf und setzen das Implantat. Und das gucken wir uns jetzt mal live an. So, ich habe euch jetzt mal was zum Zeigen. Und zwar haben wir Mappen bestellt. Wir wollen unsere Patienten ja richtig gut beraten und dann natürlich mit einer coolen Beratungsmappe nach Hause schicken, damit alles an einem Platz ist. Und jetzt gucken wir das Muster an. Ey, wir haben echt nur das Hochwertigste ausgewählt. Das dickste Papier, Reliefdruck, alles, ne? Und jetzt guckt euch mal an. Also, vielleicht findet ihr das ja gut, aber das Ding ist, das kommt halt nicht rüber. Aber erstens bleiben die Fingerabdrücke komplett hier drauf. Also damit kann man wirklich für Verbrecher so die Fingerabdrücke nehmen, die kriegst du nie wieder ab. Und dann, das hier sieht irgendwie auch, das sieht ganz, das erinnert ganz mich irgendwie aus, an, ne? an das Material von Schultüten, ja. Damals. Ja, so und die Magnetverschlüsse. Und dann irgendwie, das ist auch kacke, ne? Das knickt sofort hier um. Hier, du kriegst sofort einen Knick rein. Und der bleibt halt auch, ne? Und der Knick bleibt. Dafür wollen die 7 Euro pro Stück haben. 7 Euro pro Stück. Das ist irgendwie so eine Mafia. Die Mappenmafia. Die Mappenmafia. Nicht gut, ne? Nee. Das sieht richtig Käse aus. Guck mal, wie ging das mit ihren Sachen? Nein. Hier. Nein. Da sind schon jetzt schon Kratzer drauf. Das war Stefan. Du warst das. Ich war das nicht. Stefan, als ich gegangen bin, wie? Waren hier keine Kratzer drauf. Und du bist hier gesessen und hast die Mappe da drauf rumgerutscht. Kombiniere, Sherlock Holmes. Dafür müsste ich das angefasst haben. Und da meine Fingerabdrücke nirgendwo drauf sind, außer auf dieser Mappe, kannst du das nicht nachweisen. Ja nicht, das war die Mappenmafia. Obwohl, der Laptop war billiger als die ganzen Mappen zusammen. Ach, Stefan, ich hab dir was mitgebracht. Oh nein. Doch. Das war nicht 250 Milligramm Koffein? 200 sind das. Dann ist ja gut. Und jetzt soll ich so ein Ding nehmen mit wenn du willst, Espresso? Probier mal eine. Du kannst sie auch gerne haben, wenn die dir gefallen. All die nicht Max. Mehr. Warum hat man eigentlich eine Über... Oh. Die Banane ist so überreif. Meine Banane ist überreif. Dass die einfach... Also, wir packen das jetzt in die Zigarette, dann ja. Rauche ich mir die Tablette und spüle das mit einer Banane runter und einem Cappuccino... und einem Espresso. Eine Koffeintablette mit einem Espresso runter spülen. Das. 30 Minuten später.
Habt ihr auch eine Koffeintablette? Macht das nicht, das ist... Nein. Das ist ich habe das unter Aufsicht eines Arztes gemacht. Kennst du den Leaf of Shame? Wenn man irgendwas gemacht hat und dann... So, den hast du drauf. Dann mal weg. Tschüss. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Hörst du jetzt auf damit? Hast du mich vermisst? Ja. Ich habe gestern echt nach dir mehrmals gefragt. Ehrlich? Wo du bist. Ja. Ehrlich? Mhm. Wen hast und? Du gefragt? Dich? Einmal. Musti habe ich auch einmal gefragt. Also zweimal gleich mehrmals. Ja, ab zwei ist nämlich ein Paar. Genau. Ja? Hallo? Hast du mich vermisst? Bisschen. Von den Außenanlagen war jetzt irgendwie eine Anweisung zu kommen oder Einweisung bezüglich der Verbesserung. Ja. Hast du dich mit dem Lineal geschminkt? Wie bitte? Was hast du hier? Hi! Boah, da oben geht richtig die Post ab. Wir waren da oben, ja. Ja, wart ihr oben? Ja. Wart ihr auch schon ganz oben? Wir machen jetzt die Decken. Aber das zeigen wir erst nächste Woche, wenn ein bisschen mehr zu sehen ist. Aber jetzt geht's richtig ab da oben. So, wir gehen jetzt zum Friseur. Wir dürfen jetzt zum Friseur. Aber wir dürfen nicht mehr. Ich habe die Schere heute nicht mit. Morgen? Ja. Morgen werden meine Haare geschnitten? Ja. Boah, geil. Morgen sehe ich wieder aus wie ein Mensch. Du hast hier vorne auch so eine richtige Locke runterhängen. Ja, es ist ganz schlimm. Ich sehe aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Schmier halt. Wüst. Wüst trifft's gut. Wem habe ich denn? Ach, ich weiß schon. Oh nein, ich muss da zur Schule. Okay, weil es ist wirklich ein cooles Event. Es ist erstens günstig. Es kostet 249 Euro für die Gegenspieler. Du kriegst zwei Fortbildungstage, 14 Punkte, ein geiles Abendevent in München und mich. Oh, dann, okay, jetzt lohnt sich erst recht. Du bist ein junger Zahnarzt oder eine junge Zahnärztin und hast schon während des Studiums beschlossen, dass du in der Implantologie richtig durchstarten möchtest. Und was dabei wichtig ist, ist das Thema Sichtbarkeit. Du musst als Implantatspezialist sichtbar werden. Und wie das geht, erfährst du auf einem ganz, ganz tollen Event und zwar auf der Implantatreise der DGI im Sommer und zwar jetzt schon im Juli 2024 in München. Ich habe keine Schuhe an. Was hast du? Ich habe keine Schuhe an, man soll nicht meine Füße sehen. Was ist hier passiert? Oh mein Gott, wir haben endlich richtige Knöpfe! ZG heißt Zwischengeschoss. Ich werd welk! Effi, was ist los? Was ist passiert? Willst du raten noch näher? Noch näher? Mhm. Ich wollte dir nur die Nase putzen. Kannst du mich dabei nicht fühlen? Okay. Was geht denn hier ab? Das ist sehr gut. Was macht ihr? Wir machen jetzt Feierabend. Ehrlich? Ja. Zeig mal wie. Was? Zeig mal wie. Wie? Ja, wie du Feierabend machst. Freu dich mal. So. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist ein Zeichen, Feierabend zu machen. Ja. Jubel! Tschüss, Adi. Tschüss. Tschüss, Marie. Tschüss. Wenn du nicht mit. Tschüss, Adi. Adi, schon wieder hier? Ich bin wieder da. Leider. Ja, so schnell geht das. Ja. Zack. Doppelschicht. Das ist ziemlich komisch. Spider-Man-App, komm. Immer schön in die Knie. Kannst du mir hochhelfen? Ja, klar. So, jetzt. Was macht ihr? Kaugummi-Kauen. Du musst lauter reden. Kaugummi-Kauen! Und du, Leonie? Existieren. Okay. Linda? Ich sehe ja, was Linda macht. Linda trinkt Red Bull. Ich habe heute mein Gehalt gekriegt. 6,46 Euro. Hast du Gehalt bekommen? Hallo. Noch nicht. Leonie? Ich bekomme kein Gehalt. Selina? Ja. Hast du Gehalt bekommen? Ja, aber zu wenig. Ich mach das ehrenamtlich.
So, hier die Crew ist am Start. Nee, wir gehen uns jetzt das Labor angucken, weil am Montag kommen die Fräsen und Nick hat mir gerade gesagt, es ist alles picobelle fertig. Alle Möbel sind da. Und wir machen jetzt eine kleine Tour. Wir starten unsere Tour im Konfi. Im Konfi? Das sind die Konfi. Der Konfi hat nämlich auch was Neues. Und zwar war der Maler heute hier und hat nicht alles fertig gemalt. So, Labor. Was ist das denn? Wird hier ein Hund rasiert? Was ist das? Hier sind die eigentlichen Techniker. Hier sitzen die Keramiker später. 1, 2, 3 und auf der anderen Seite glaube ich auch nochmal 3. Hier ist die Absaugung, also das heißt, wenn du hier fräst, erstens, dass dir hier nichts ins Gesicht fliegt und hier wird abgesaugt, hier rein. Und dann kannst du hier immer am Abend deine ganzen Sachen entleeren und dann bleibt das sauber. Hier ist Druckluft. Hier drin, Nein. Da kommen die fetten Fräsen drauf. Die stehen dann hier, wiegen 300 Kilo. Das ist ja wahrscheinlich gerade richtig Unsinn, aber hier ist auch noch ein Kunststoffplatz, noch mehr Kunststoffplätze. Theoretisch kannst du auch Keramikarbeiten hier machen. Nur wie viele Techniker sitzen denn hier oben? Wir haben 15 Arbeitsplätze. Boah. Schaut euch seine Friese an, das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt noch. So sieht das aus, wenn es richtig durcheinander ist. Wir gehen jetzt Haare waschen. Ich brauche gleich ein Handtuch, ne? Boah, ich mache hier alles dreckig, ich krieg so Ärger. Wie gesagt, ich benutze zu viel Produkt. Ist das zu viel Produkt? Zeig mal. Schon, ne? Ah, lecker, lecker. Könnt ihr das auch riechen? Boah, was ist das? Frisch, fruchtig, zitronig. So kann es Kathi hier rufen, dass sie sauber machen kann. Okay. Stefan, willst du die 10-Jahres-Party noch miterleben, oder? Am besten gehen, wenn es am schönsten ist. So. Ach, hi. Hi. Ich komme gleich nochmal, ich kriege jetzt die Haare geschnitten in der Tat. Ah ja. Ich muss sie auch schon weg. Oh nein. Musti. Hey, I'm put together like extra effort to sound living. And these pretenders, they so pretentious. I hope they understand I'm seeing through it. I speak a flowing, I never do it. And now the DMs, they be popping. Every single time they dropping now. Bunch of boys in the ground. 2 Zentimeter ungefähr weggenommen. 8 Wochen. Ja, so nee, ich würde so lassen. Ich würde so lassen. Trailinger, ja. Hast du gut gemacht. Aber meinst du nicht, das ist zu lang hier? Ich weiß jetzt schon, dass das hier strubbeln wird. Savage little baby and fancy. That is little baby to century. Internet blow up. Superstar, don't touch. Showing off, causing a frenzy. She leave an imprint in your memory. Energy, vocal. Superstar, glow up.